herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute hat mich ein Paket erreicht von der Firma Media Leader und was in dem ganzen Paket drin ist, packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Als erstes hätten wir den Film Hunde des Kriegers von der Legende oder mit der Legende Christopher Walken. Das Ganze ist von NSM in der Uncut-Version. Super. Also ich bin absoluter Christopher Walken-Fan. Deswegen seid mal gespannt, was euch da noch für so Filmchen erwartet. Also an jeder Chris Walken-Fan hier sei gesagt, da kommen noch einige Filmchen. Zu dem Film hat mich inspiriert der liebe 4K-Sammler, also Credits gehen raus. Schaut mal bei dem auf dem YouTube-Kanal vorbei. Der macht wirklich sehr, sehr gute Updates, auch sehr informative. An alle Sympathisanten des Mediums 4K und Blu-ray. Christopher Walken, geil. Also richtiger Badass, auf jeden Fall. Muss jeder kennen, der sich für Gangsterfilme interessiert. Top. Als nächstes ein weiterer Film mit unter anderem Christopher Walken und in der Hauptrolle Mickey Rourke. Homeboy. Habe ich noch nicht gesehen, den Film. Aber wir werden sehen, wie er so ist. Homeboy. Als nächstes hätten wir McBain, ebenfalls in der Hauptrolle Christopher Walken. Ja, geiler Film. Film kommt übrigens auch von NSM. Finde ich ganz cool, die Amaris, die machen. Brauche ich nicht mal das Mediabook. Solche Filme vermisse ich heute leider. Sehr, sehr, sehr kompromissloser Film. Auf jeden Fall geiler Actionfilm. Wie gesagt, mit den heutigen Actionfilmen kann ich wenig anfangen. Bis gar nichts. John Wick war wirklich der einzige Actionfilm, wo ich sage, wow. Der hätte auch in den 80er gespielt oder gedreht sein können. Top. McBain, wilder Film. Dann wieder ein Film mit Christopher Walken. Ich glaube, heute wird es nur noch Christopher Walken heißen. Auf kurzer Distanz, auch mit einem blutjungen Sean Penn. Sogar Prädikat wertvoll. Das heißt schon was. Auch von NSM. Stabiler Film. Also muss man eigentlich als Christopher Walken-Fan gesehen haben. Als nächstes hätten wir den Film Das Römische Reich. Hier soll auch ebenfalls Christopher Walken mitspielen. Hier, ich weiß nicht, ob das dann Julius Caesar sein soll. Ja, ich hätte es auch gekauft, wenn es jetzt nicht der besagte Schauspieler wäre. Das Römische Reich hat mich schon immer interessiert. Also den Film kenne ich nicht, aber die geschichtlichen Aspekte. Man wurde schon als Kind damit sehr, sehr früh in Berührung gebracht. Sei es mit Asterix und Obelix-Filmen und so weiter und so fort. Für die Christopher Walken-Sammlung auf jeden Fall. So, dann Klassiker. Klassiker. Dann ein Klassiker, wo hier die Hauptrolle Robert De Niro, Christopher Walken spielt. Super Film, kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich ein Film, der in die Sammlung allgemein gehört. Top. Also auch hier ausgezeichnet mit 5 Oscars. Also man muss mal das, ne, Oscars ist kein Prädikat wertvoll. Indiz, aber trotzdem. Also früher wurden die Oscars wirklich noch vergeben, wo du sagen konntest, ja. Ne. Zu den beiden Schauspielern, Robert De Niro und Christopher Walken, kann ich wirklich sagen, er mehr als er. Die Filme damals von diesen beiden Herren, sensationell bis hervorragend. Aber was die heute machen, also Christopher Walken hat letztens oder vor kurzem einen Film rausgebracht, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 2019, 2020, irgend sowas. Percy hieß der, also ultra langweilig. Ultra, also ja, auch, ne, ich weiß nicht, also kein Vergleich mehr mit beispielsweise mit Dead Zone oder ja, McBain etc. etc. oder Robert De Niro, was der macht, ist ja noch peinlicher. Also dieser Film mit Zac Efron, diesem Grandpa-Film, das ist einfach nur zum Fremdschämen. Also das ist so ein
so ein Oscar-Preisträger, das ist ein Junge, der hat meinen Lieblingsfilm gemacht, Der Pate Part 2. Ja, also, es war einmal in Amerika, der hat Legendenfilme gemacht, der hat sich unsterblich mit diesem Film gemacht. Und was der jetzt für Filme macht, ich glaube, alte Menschen, die werden im Alter einfach nur seniler. Also anders kann ich mir das Ganze nicht erklären. Wirklich sehr, sehr traurig, was aus Robert De Niro geworden ist, muss man einfach sagen. Ansonsten zurück zum Thema, die durch die Hölle gehen. Auch ein wirklich, das ist bisher so der beste Film, den ich jetzt bisher ausgepackt habe. Ist wirklich, muss man auch Zeit mitbringen, aber wirklich sehr lohnenswert. Dann, Film habe ich noch nicht gesehen, Reds. Ja. Hört sich auf jeden Fall auch sehr gut an. Dann, ja, Fernab der Christopher Walken Collection hier. Wayne's World hatte ich auf DVD. Da warte ich leider immer noch auf den zweiten Teil. Ich dachte, es kommt nur so ein Doppelfeature. Da gibt es ja Teil 1 und 2. Ich habe es mir einfach mal für 7 Euro oder was das war, 7, 8 Euro mitgenommen. Absoluter Kultfilm. Also ist der beste Teil von den beiden. Ja, wer mit MTV groß geworden ist, wird den Film natürlich kennen. Super. Geil. Hammer. So, wir neigen uns wieder dem Ende. Heaven's Gate im Director's Cut. Auch mit Christopher Walken. Meine ich zumindestens. Ja, Christopher Walken. Steht da. Ja, für die Sammlung. Film noch nicht gesehen. Kommen wir zum letzten Film. Die sieben Psychos, auf jeden Fall ein unfassbarer Cast. Also müsste eigentlich jeden, der Schauspieler im Begriff sein, sehr, sehr gut. Amüsanter Film, definitiv. Also, ne, allein wegen Christopher Walken, Top-Film. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall jetzt neu in die CW-Reihe gekommen, ja. Ich feiere den Typen. Also ich bin selten begeistert von Schauspielern. Das ist noch wirklich einer der alten Garde. Er spielt natürlich hervorragend, hervorragend Bösewichte. Also dafür ist er prädestiniert. Er hat auch unter anderem, auch finde ich, der stärkste Film von ihm, Kings of New York. Ja. Christopher Walken als Frank White. Hammer. Hammerfilm. Auch ein sehr schönes Mediabook habe ich noch nicht ausgepackt. Kriegst du noch für 10 Euro. Also wirklich den Film, das ist eine 9 von 10. Der ist einfach nur gigantisch. Ja. Dann ein Film, ein Stephen King-Film. Also Stephen King hat das Buch geschrieben und es wurde verfilmt von David Cronenberg, Dead Zone. Auch in so einem sehr, sehr schönen Koch-Media Mediabook. Auch super. Ja. Hat auch mitgespielt oder auch bei Batman Die Rückkehr mit Michael Keaton. Da hat auch eine böse Rolle gespielt. Also der Typ ist einfach hervorragend. Der spielt mit seinem Gesicht. Das ist so, von der Mimik her kannst du den wirklich mit einem Jack Nicholson vergleichen. Ja, ich sage nicht vom Talent, das nicht. Jack Nicholson ist over the top. Das ist so einer der fünf absoluten Elite-Schauspieler. Ja. Aber Christopher Walken, der muss eigentlich jeden Filmfan, jeden eine Begeisterung zugeschrieben werden. Also jeder müsste den eigentlich kennen. Klar, für einen ist er was, für andere nicht. Ansonsten ist, ich finde es, also ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Ist wirklich ein sehr, sehr brillanter Schauspieler, der heute leider schwächere Filme macht, muss man ganz klar sagen. Aber der hatte in den Ende der 70er, 80er und 90er seine Prime und ja, top. Wie macht ihr es eigentlich? Sammelt ihr Filme von Schauspielern explizit oder von Regisseuren, wie zum Beispiel, ja, David Cronenberg, habe ich auch jeden Film eigentlich so gut wie da. Wie macht ihr das? Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ja, das war mein kleines, aber feines Update. Ich wünsche euch soweit eine schöne Woche. Macht's gut, ja. Schaut Filme, kauft Filme, die man anfassen kann und ignoriert Streaming, ja. Weil das hast du. Das hast du im Regal. Sowas hast du im Regal. Das kann dir kein Netflix. Das kann dir kein Amazon Prime. Das kann dir kein Disney Plus erst recht nicht. Können die jetzt mal klauen. Du hast die auf Scheibe. Ne? Das ist immer eine gute Sicherung.
Wertanlage ist es nicht, definitiv nicht, aber es ist einfach für jeden Filmfan, sollte eigentlich das Thema Streaming oder physische Filmsammlung eigentlich nicht der Rede wert sein. Aber das Thema wird immer wieder neu eröffnet. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, schönen Tag. Genießt die Woche und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Filmsammler. What love can do, take a little look at me. Yesterday I was so blue, bluer than the deep blue sea. But now I'm singing, whistling a tune, all the live long day. If you want to know just why, I can truthfully say.